Willkommen zurück auf Minibrunn, meinem Landwirtschaftssimulator. Und schaut mal, Johnny ist fast fertig. Sehr gut. Das heißt, die Kartoffeln laufen. Und wir können uns jetzt jemanden mit Pflegebereifung nehmen. Und düngen. Jetzt mal gucken, wie rum ist die ist das Ding? Ah, da ist die Anhängung. Okay. Zack. Und du hast die Arbeit nicht erfolgreich beendet, mein Freund. Das haben wir ja gerne. Oh, ich habe die Arbeit beendet. Nix da. Die Arbeit hast du beendet, wenn du da hinten am Ende vom Feld angekommen bist. Der ist mittlerweile leer. Gut, was haben wir hier drin? 30.000 Liter, 31.000 Liter. Gut. Dann bringen wir den jetzt hier zu den Schweinen zurück. Da ist noch nichts. Oh, warte mal. Wie sieht es bei euch mit Sauberkeit aus, Schweinchen? Okay. Da gehen wir noch mal ganz schnell mit dem Besen durch. Och, die schlafen schon alle. Sehr gut. Dann schlaft mal weiter. Träumt schön vom Schlachter. So. Alles klar. Läuft. Hier. Hier ist schon gedüngt, der düngt und der ist fertig. Jo. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg ins Bett. Oh, warte mal, wenn ich schon mal mit Unimog hier bin, dann werde ich den hier abgreifen. Und wenn wir geschlafen haben, sind ja ein paar Stunden vergangen, dann werde ich mit dem zur BGA fahren. Warum so umständlich? Komm. Fahr gleich zur BGA. Und warte dort auf mich. Tschüss. So, ich gucke jetzt mal, wie weit Johnny ist. Jawohl. Letzte Spur. Na komm. Mach nicht so viel. Schönheitspreise gibt's hier nicht. Zieh die Spur noch durch. Ja, wunderbar. Die letzten Kartoffeln in den Boden. Und dann war's das. Was nu? Johnny? Was denn da? Oh Mann, ey. Da ist doch bestimmt wieder irgendwie so ein Loch. Ja. Wo nicht gepflügt ist oder sowas. Doch, gegrubbert ist. Warum macht der dort? Muss ich mal quer probieren? Ups. So. V.
Klappt doch, weiß gar nicht, was du hast. Jetzt stellen wir den weg und dann gehen wir schlafen. So. Hier düngt er fröhlich, dann kann er auch die ganze Nacht über weitermachen. Es ist 23 Uhr. Zeigt der Wecker an. So. Jetzt aber zack. Danke. Oh, jetzt will ich mal was probieren. Wie kann ich den abladen? Mit Shift I, war. Nee, schade. Geht gar nicht. Gut. Wollte mal gucken, wenn ich da Saatgut reinkippe, ob dann Kartoffeln rauskommen. So. Und so, alles klar. Dann stellen wir den hier hin. Licht aus, das aus und Bauer aus. Was haben wir gesagt? 23 Uhr. 1, 3, 5. $25.000 aus der BGA. Haha. Jetzt ist es 5 Uhr morgens. Sehr gut. Hier läuft's. Oh, wir haben Unkraut. Wo ist mein? Nein, der. Nein, der. Ach so, der wartet ja wieder auf die Waage. Zeigt die Waage überhaupt was an? 14.408 Kilo. Okay. Wer bleibt jetzt hier stehen? Weil wegen 500 Liter fahre ich jetzt nicht wieder zurück. So. 14.000 Kilo haben wir gesagt. Und ich alleine? 4.700, naja, 4.800. Naja. Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Sehr gut. So, da ist unser Striegel. Arbeit erfolgreich beenden, indem wir hier drüber striegeln. Sehr gut. Läuft.
bist du jetzt so ein Geier? Du kannst aufhören. Du brauchst meinen Dünger nicht verschwenden, Freundchen. So. Während der dort den Striegel macht. Ja, jetzt kommt ein zweiten. Ach, zweiten Striegel, Max, brauchen wir nicht. Das kriegen wir auch sehr gut mit einem hin. Erstmal die BGA dran. Ich werde mal versuchen, die BGA auszutauschen. Hier sind wir wieder beim großen Thema Fehlkauf. Und wer billig kauft, kauft zweimal. Aber ich denke mal, auf lange Zeit wird sich diese Investition rentieren. So, BGA, wo ist sie? Da hinten. 11.000 Liter. Kriegen wir in den hier rein, war der hat ja 15.000. So. Gut. Werde ich aber sicherheitshalber abspeichern. 18.970 Euronen haben wir. Spiel speichern. So. Du fährst mal bitte zur Seite. Nein. P. Garage. Und BGA. Da ist er. Verkaufen. Was haben wir jetzt? 172.400. So, jetzt Silos. Jetzt kommt nämlich das zweite. 400. So, da ist es. Fermentieren. Objekt kollidiert mit einem anderen Objekt. Dann nehmen wir das andere Objekt eben weg. So. Nummer 1. Und Nummer, wo ist er? Da. Nummer 2. Gut. Und jetzt das Ganze nochmal. Klicker, 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 die Klack. Da. Aha. So. Doch kann hier platziert werden.
Mit was kollidierst du denn hier noch? Platzierungshöhe verstell mache ich gerade. Okay, klappt nicht. So. Dann muss ich jetzt P Landschaftsbau starten. Ich werde jetzt mal hier alles angleichen. Geht ja gar nicht anzugleichen, weil das schon alles angeglichen ist. Ich weiß nicht, was du... Ach, ich werde da hinten mal den Anhänger und den Pflug wegnehmen. So. Vielleicht kollidieren die ja. So. Den Pflug schmeißen wir hier hin. Und den Anhänger ziehen wir auch weg. So. Zack. Weg damit. Da. Du kommst auch weg. So. Jetzt muss aber Platz sein. Also. Klicker, 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 die Klack. Das Spiel kennen wir ja schon. Da ist er. Du kollidierst mit nichts. Hier ist nichts zum Kollidieren. Ach, hier geht's. Warum nicht hier? Sag nicht, du willst. Ah, jetzt wird's kompliziert. Der will die Benzinkanister haben. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Na, da fahre ich doch wieder extra schief ran. So. Alles klar. P. Silo. Klicker, die Klacker, die Klicker, die Klack. Klicke, die Klacke, die Klicke, die Klack. Klicke die Klacke, die Klicke die Klack. Klack, 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 klack. Klack. Du kollidierst hier mit nichts. Ich will das Ding nicht hier hinten hinstellen. Ich will das hier hinstellen. Ah, so geht's.
machen konnte? Oh, warte. Texturieren, warte, wie komme ich darüber? C. Nein. X. Bodentyp. Wie ändere ich den Bodentyp? Da, Tab. So, vielleicht muss die Bodenplatte hier nämlich weg. Alles klar. So. So. Escape zurück. P. Zack. Zack. Klick, 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 klick. Klick. Immer noch nicht. Warum? Warum? Hier geht's. Ja, da muss ich das nicht hier vorne hinbauen. Ist zwar Mist. Höher, tiefer. Ja, sobald ich hier Millimeter, seht ihr das? Sobald ich einen Millimeter nach hinten komme, will der das Ding nicht mehr bauen. Und wenn ich es hier drüben hinstelle? Nö. Schade. Ich hätte die BGA am liebsten hier hinten wieder hingestellt. So wie sie vorher war. So. Ja, dann stelle ich sie jetzt hier seitlich versetzt hin. So. Gut. Dann habe ich zumindest Platz, den Tank hinzustellen wieder. So. Okay, und dann kommen die Trailer daneben. Zack. Steht. So. E. Du. Stellst jetzt die Trailer hier hin. Nummer 1. Und Nummer 2. Oh, warte mal. Bevor wir den Trailer abliefern,
Wären wir erstmal gerade. Oh, die kann ich mit Dünger vollkloppen. Haha. Nein, die kloppen wir nicht mit Gras, mit Dünger voll, sondern mit Gras. Jemand wurde gestoppt. Du. Gut. Während unser Gras voll läuft, werde ich mal ganz schnell auf Feld 2 fahren. Wird sie schon wieder hell. Ich muss gleich in meiner Kiste liegen, denn es ist Sonnenaufgang. So. Alles klar? Da ist er. Oh, ich komme da gar nicht rein. Aber das macht nichts. Na, wir haben ja einen echt coolen Überladewagen. Das heißt, ich werde mal versuchen. Nee, ich werde doch versuchen reinzufahren. Da muss ich aber ganz. Ja, wie jetzt? Funktioniert mit dem nicht. So. Ich komme mit dem großen Grastrailer da nicht rein. Also, mein Trick ist folgender. Ich mache das jetzt so, wie ich es am Anfang geplant hatte. Ganz dicht an der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Steht ein kleiner LKW. Wo ist denn seine Anzeige? Da. So. 60.000 Liter. Häckselgut. Jo. Dann schmeiß an das Ding. So. Und der normale, der kleine Wagen, mit dem kann ich ja da reinfahren. Dann würde ich jetzt einfach sagen, das war's für heute. So. Gut. Schalte ich die jetzt ein? Ach, da oben. Status UI abschalten. Nee, will ich ja nicht. Global Company? Ist die nicht drin? R.
Ja, weiß ich nicht. Läuft die jetzt schon? Ach da. Nee. Ja, keine Ahnung. Entweder die läuft jetzt oder die läuft jetzt noch nicht. CBS Dialoganzeige, Global Company, Toggle-Stärke. Öffnen Sie die Ballenluke. Okay. Brauche ich. Ach so. Hier schmeiße ich da Ballen rein. Ja, der kann auch Heu nehmen. Super. Ja, der soll aber einschalten, die Anlage. Ich will Geräusche hören. Warte mal. Ich mache mal einen Zeitraffer rein. Wenn er 8000 die Stunde schafft. Stopp. Seht ihr das? Da sind nur noch 58.000 Liter und dafür haben wir jetzt 2600 Liter Silage und 150 Liter Gärreste. Sehr gut. Es funktioniert also. Ich will jetzt nicht zu schnell Zeitraffer machen, weil dem sonst das Unkraut wächst und dann muss ich wieder mit Chemie ran. Ich würde also sagen, die neue BGR funktioniert. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later.